Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute haben wir endlich das erste Gameplay von F1 2016 von der E3, die ja gerade stattfindet. Und ja, ihr könnt das Gameplay im Hintergrund gerade schon sehen. Es sind drei verschiedene jeweils in Zeitfahren. Und ja, ich werde die einfach hier jetzt abspielen lassen. Und ja, damit ihr den Sound und so alles wahrnehmen könnt. Und zum Schluss werde ich nochmal kurz was dazu sagen. Also erstmal viel Spaß mit dem Gameplay. Thank you.
das war jetzt das letzte von den dreien. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr cool. Es sieht alles, ja, von der Farbgebung her sieht das Spiel sehr realistisch aus, sage ich mal. Oder ja, so komplett realistisch geht es gar nicht. Aber es sieht schon sehr, sehr cool aus. So wie an manchen Stellen zum Beispiel auch die Sonne ins Bild scheint. Das sieht richtig Hammer aus. Was ich auch nice finde, ist diese Anzeige. Die Geschwindigkeitsanzeige, die man unten ja hat. Wo man, ja, falls sich das aufgefallen ist, da hat man jetzt so einen Balken, wo man sieht, wie stark man Gas gibt. Also man weiß es sowieso, aber ja, so eine Anzeige halt, das gibt es in vielen so Simulatoren, sag ich mal. Und auch, ja, dasselbe für die Bremse. Dann hat man ganz unten noch so einen kleinen Balken. Dort sieht man immer, wenn man kurz vor einem DRS, vor einer DRS-Zone ist, sieht man dort, wie weit man in Metern noch von dem DRS entfernt ist. Das fand ich sehr, sehr cool zu sehen. Ansonsten sieht man dort dann noch die Drehzahl. ja, also so wirklich, also die Drehzahl sieht man immer, aber so als wirkliche Zahl steht das jetzt dort. Das fand ich auch sehr cool. Und ja, ansonsten das Menü und alles, die ganzen Anzeigen auf dem Bildschirm sehen natürlich so ein bisschen anders aus. Dazu muss ich sagen, das, also habt ihr wahrscheinlich gemerkt, aber das waren drei Gameplays im Zeitfahrmodus. Also von der KI hat man leider noch nichts gesehen. Mal schauen. Vielleicht kommt da in den nächsten Tagen noch was, aber ich muss sagen, es war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool, das zu sehen. Ja, grafisch muss ich sagen, bin ich so gehypt. Das sieht so, so cool aus. Zum Handling kann ich nichts sagen, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Logischerweise, also ich, wahrscheinlich keiner von uns. ja, aber es sieht wirklich Hammer aus. Ich bin richtig gehypt. Es kommt ja jetzt schon bald in fast 2 Monaten raus, Leute. Also ich freue mich mega. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu dem Gameplay in die Kommentare. Was sagt ihr dazu? Was ist euch irgendwie aufgefallen? Was fandet ihr nicht so geil? Ja, ich muss sagen, ich fand alles sehr, sehr cool. Auch das Regen-Gameplay, vor allem in Brasilien, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, wie sich das dann fahren lässt auch. Aber ja, Leute, das war's von mir. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, eine Sache, die ich noch kurz ansprechen wollte. Ich weiß, in letzter Zeit kommen nicht so viele Videos, aber das wird sich bald ändern. Ich habe jetzt nämlich bald Abschlussprüfungen und deswegen muss ich mich darauf so ein bisschen konzentrieren. Aber in 2 Wochen, genau heute in 2 Wochen, ist die letzte Abschlussprüfung und ab dann wird es richtig abgehen mit Videos. Also das wollte ich nur nochmal sagen für die Leute, die das gewundert hat. Aber jetzt danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal.